Baddha-Paddha Ekapaddha Viparita Dandasana ist der einbeinige, gebundene Fuß, umgekehrte Stockhaltung. Ausgangsposition ist Chakrasana, das Rad. Von hier wandere mit den Händen Richtung Füße, fasse mit beiden Händen an einen Fuß, also das ist Baddha-Paddha. Und dann hebe ein Bein nach oben hoch, Ekapada, und zur Decke hin und mache das Bein ganz gerade wie ein Stock, deshalb Dandasana. Bein zeigt nach oben, deshalb Viparita, umgekehrt. Eine der herausforderndsten Rückbeugen, welche die rückbeugende Flexibilität in hohem Maße fordert und fördert und nur von Menschen gemacht werden kann, die die fortgeschrittenen Rückbeugen schon kennen und auf ihren Rücken aufpassen.